Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Das ist andere Seite wie immer. Andere Seite wie immer, Mario Hoffmeister. Wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ja, wir hatten am 15. Juni das letzte Mal ein Update. Insofern ist viel passiert und das ist doch wunderbar. Ich hoffe, Hans-Peter hört uns jetzt doch, weil du musst den Ton anstellen bei Facebook. Also insofern das als kleiner Insider-Tipp. Ich hoffe, dass das hilft, weil von uns aus ist der Ton da. Mario, sag auch nochmal was. Also ich kann dich nicht verstehen. Ich kann dich nicht verstehen. Nein, alles gut. Alles da, alles gut. Alles gut. Yes. Ja, dann lass uns einfach mit den Themen anfangen. Und zwar natürlich heute der Premium Economy Sitz der Lufthansa-Gruppe vorgestellt worden. Als erstes bei der Swiss. Der Herr Franks hat da was getan und gemacht. Dann als nächstes Lufthansa-Personal soll in der Economy-Class schlafen, zum Beispiel auf Flügen nach Delhi oder sowas. Da gibt es keinen Crewrest mehr, das ist ein Container, werden wir auch drauf eingehen. Dann Airbus testet den A380 mit Wasserstoff. Das ist Marios Lieblingsthema. Wie sollen wir es nennen? Die Nachhaltigkeit. Und dann zur Freude aller, nachdem ja vor 2 Wochen verkündet worden ist, dass die Lufthansa die 340-600er auf die Sale-Liste stellt, aber nur 12 Stück, 17 haben sie, wenn ich es richtig im Kopf habe, 5 sollen bleiben und wieder in Dienst gestellt werden. Da werden wir was zu sagen. Und dann natürlich zum Lieblingsflugzeug von Mario und mir, der 737 MAX und dem zweiten Lieblingsflugzeug, der 777X. Ironie, wer sie nicht gefunden hat, kann sie behalten. Die haben irgendwie schon wieder verkackt. Der eine beim Tanken, der andere irgendwie beim Testen. Aber wie immer im Leben, lasst uns einfach mal das Intro machen. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, willkommen zurück. Ihr wisst ja, wie immer, ihr habt 3 Aufgaben, wenn ihr nicht einige schon davon erledigt habt. Einmal den Daumen hoch, dann das Subscriben, Liken, Kommentieren, sowohl auf YouTube oder jetzt auch auf Facebook, wo wir live sind. Haben wir noch was vergessen? Die Glocke drücken, damit ihr immer mehr informiert seid, wenn wir live gehen auf YouTube. Irgendwann werden wir das auch wirklich tun. Noch im Moment sind wir auf Facebook, also insofern schauen wir einfach mal. Ja, das erste Thema, wir müssen mit den Premium Economies jetzt der Lufthansa-Gruppe anfangen. Mario, das ist ja eine Klasse, die ich so nicht wirklich kenne, weil ich sitze meistens weiter vorne. Ja, dann muss ich das wohl übernehmen hier als sozusagen Sozialflieger. Die Premium Economy, zumindest der Lufthansa, kenne ich, und der Air Canada kenne ich zumindest so ganz gut. Und das, was die Lufthansa bzw. die Swiss heute für die Lufthansa gut vorgestellt hat, sieht gar nicht schlecht aus, muss man sagen. Ein neuer Sitz, der ja auch dann tatsächlich von den anderen Konzernen, Gesellschaften übernommen werden soll. Wobei ich sagen muss, der Lufthansa war tatsächlich für Tagsflüge, über Tag gar nicht so verkehrt. Insofern muss man gespannt sein, aber das, was man bis jetzt auf den Bildern gesehen hat, sieht sehr gut aus. Und die Swiss hat ja dann auch noch ein paar weitere Benefits mit mehr Gepäck, und gibt es bei der Lufthansa auch. Und 3 Gerichte zur Auswahl, Noise Cancelling Kopfhörer und so weiter und so fort. Das Produkt sieht wirklich ansprechend aus, scheint auch ähnlich viel Platz zu haben wie das jetzige Produkt schon. Und ich bin ziemlich gespannt drauf, und vielleicht kriege ich dich ja mal nicht im Flugzeug, aber vielleicht irgendwo bei einer Puffflug in einen solchen Sitz hinein, und du wirst ganz überrascht sein. Auf jeden Fall geht die Swiss damit halt auch den Weg der großen Luftfahrtgesellschaften und natürlich auch den des Mutterkonzerns, eine vierte Klasse einzuführen, und ich finde es klasse. Ja, lustigerweise, warum Musik? Oh, ich habe eine Taste gedrückt. Mea culpa, danke für Bescheid sagen. Die Musik sollte nicht kommen. Keine Ahnung. Vor lauter Glück zu viele Tasten. Ich kann das jetzt auch gerade nicht irgendwie hochheben. Drauf gedrückt.
Keine Ahnung, warum die Musik kam. Also, mea culpa, ich war's. Danke für den Hinweis. Lief, glaube ich, auch 55 Sekunden, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber macht ja nichts. So kriegen wir wenigstens mehr Kommentare, das ist der Trick. Nein, ja. Also ernsthaft, die Musik sollte nicht sein. Nein, also wir werden sicherlich Premium Economy ausprobieren, so wie wir auch die JetBlue Business Class machen werden bei JetBlue. Aber nochmal zum Sitz, er ist breiter, ist 43,4 cm breit in der Economy Class normalerweise, jetzt sind es 46 bis 48 cm Breite. Dann der Abstand zwischen den Sitzen 99 statt 78,7 und der Sitz lässt sich um 31 Grad nach hinten reclinen. Also insofern etwas ganz Tolles. Und ebenfalls größer als bei der Konkurrenz ist der Bildschirm angeblich mit 15,6 Zoll. Das wäre mehr als mein Notebook. Nee, mein Notebook hat 16 Zoll. Also mein Notebook ist größer. Na. Wahnsinn, Wahnsinn. Naja, also wenn man denn schon neue Sitze baut, dann sollte man natürlich auch möglichst große Bildschirme verarbeiten. Die eigentlichen Bildschirme kosten ja auch heutzutage kaum mehr was. Also insofern wäre das auch eine schlechte Ausrede, dort so kleine Flimmerkisten zu verbauen. Aber wie gesagt, ich hätte fast gesagt, First Class City kleiner bei der Lufthansa. Ja, bei der Lufthansa eben, ja. Ja, gut, da muss auch was kommen. Aber das ist natürlich das Problem, insbesondere bei den Bildschirmen. Da weißt du selber, die werden von Jahr zu Jahr billiger, die Dinger, oder günstiger, sagen wir es mal so. Und ist natürlich klar, dass die dann bei einer neuen Klasse im Verhältnis immer viel größer werden als die der Business oder First Class im Verhältnis. Also wenn es jetzt eine neue Business Class gibt, wird es wahrscheinlich da wieder wesentlich größere geben, bis man irgendwann an einer Grenze gerät, dass der Bildschirm so groß ist wie die Rückenlehne des Vordermanns. Und dann ist irgendwann natürlich mal Feierabend. Nee, ganz klar. Aber wie gesagt, bei der Lufthansa ist ja eine neue First Class in der Pipeline. Auch die Business Class wird ja neu gemacht. Insofern gibt es da ganz klar Nachholbedarf. Ich wollte es jetzt einfach nur noch mal böswillig, wie ich bin, sagen. Aber wir haben ja hier den A350. Die Zuschauer wissen das ja. Da wird demnächst hier vorne irgendwo, man weiß gar nicht, wie weit die geht. Eventuell wird es ja nur 4 Sitze sein. Ne? First Class eingebaut, also insofern. Ja, ist ja auch nur eine Reihe. Ne? Genau, also wenn es 4 sind, wird es eine Reihe sein. Oder anderthalb Reihen. Wenn es 8 sind, wird es mehr sein. Ich weiß auch gar nicht, wie das neue Konzept aussieht. Und lassen wir uns überraschen, es wird geil. Ja, apropos geil, die Lufthansa holt die Galeere zurück. Den A340-600, das ist der Name, der nicht genannt werden sollte von Lufthansa-Personal. Ja. Warum Galeere? Weil unten die Toilette ist. Ne? Weil unten ist ja die Toilette und unten ist auch die Galley und da muss man halt unten arbeiten, wie früher die in der Galeere gerudert haben. Und daher kam das. Und da werden 5 reaktiviert, damit man wieder ab München eine First Class anbieten kann, bis der A350 mit der First Class kommt. Ach, ihr seht das ja gar nicht im Bild. Ne? Das umgebaut. Ist ja das Allergeilste. Nee. Das sieht man hier gar nicht. Hier. Also der A350 ist ja schon da. Der muss dann nur umgebaut werden. Nee, das sind neue. Das sind neue ab Werk. Also die kommen ab Werk neu. Ach so, die dann, ganz neu. Okay. Ja, und dann wird das da gut gemacht. Also das heißt, Spätsommer 2023 wird der erste Airbus A350 mit der First Class ab München starten. Und das Premium-Angebot ergänzen, so hat es die Lufthansa gesagt. Aber wie gesagt, der 340 wird wirklich nur temporär kommen, weil es ist eine Spritschleuder im Vergleich zum 350. Klar. Und da möchte die Lufthansa halt nicht mehr was machen. Ja, aber zumindest ist es ja für dich gut. Dann kannst du wenigstens auch mal wieder in der First Class ab München sitzen, nicht? Das ist in der Tat also richtig, ab München. Fliege ich auch sehr gerne. Zumal die Lounge in Frankfurt ja auch schon wieder auf hat, also insofern alles wieder tipptopp. 340 ist übrigens auch das Thema, wo das Personal sich darüber beschwert, dass man in der Economy Class übernachten muss und nicht in dem Crew-Rest. Wie kann das denn sein? Der Crew-Rest ist ja normalerweise eingebaut. Nein, eingebaut oder in Form eines Containers dort reingestellt. Und den nimmt man da einfach raus und dann kommt ein Container mit Last, Gepäck, Waren,
passe immer rein. Aber ich finde es natürlich ein ziemlich dolles Ding, auf so einem Langstreckenflug die Kollegen in der irgendwo in der Economy hinzusetzen. Ich kenne das von manchen amerikanischen Fluggesellschaften. Da haben die dann irgendwie nur so einen Vorhang um so 3, 4 Reihen rum, wo sich dann die Crew hinsetzen kann. Das hat aber wenig mit Erholung zu tun. Man kriegt ja quasi lautstärkenmäßig alles mit da so auf dem Gang. Also ich weiß nicht, ob man sich damit so einen Gefallen tut, aber der Sparzwang, wahrscheinlich wieder der Sparzwang. Ja, also es sind mehrere Themen natürlich. Einmal natürlich, weil bei den Flügen kann man dann halt mehr Fracht mitnehmen. Der Container ist halt ein Container, Klar. wie ein Frachtcontainer, der hinten dran geschoben wird. Und wird halt da reingeschoben, wenn man für die Langstrecke das braucht. Bei Kurzstrecken wird er rausgenommen. Und Lufthansa will ihn halt für diese Semi-Langstrecken, das heißt also nach Afrika oder nach Dubai. Ostküste USA, ne? Ostküste auch übrigens, rausnehmen. Aber ich finde das problematisch. Warum? Ganz einfach deshalb, weil du schon sagtest, das Ansteckungsrisiko ist halt relativ dann höher in Anführungsstrichen. Und auch von der Crew-Zeit oder von der Recreational-Zeit geht das dann natürlich ab. Also ich finde das jetzt eigentlich Fahren am falschen Platz. Und da kann ich auch verstehen, dass die UFO über 2.500 Unterschriften gesammelt hat bei der Bude und dass man wieder da einen Crew-Rest haben möchte. Emirates hat ja einen Crew-Rest beim 380er auch in der Mitte bei den ersten 380er gehabt, hinten im Economy-Compartment. Da hat sich die Crews auch immer beschwert, dass man alles gehört hat, wenn die Passagiere laut, leise oder sonst was waren. Und deshalb sind die dann auch bei Emirates unten in den Keller gegangen. Es macht ja auch Sinn. Also ich meine, die machen ja keine Ruhepausen zum Spaß, sondern das dient ja letztlich auch uns Passagieren, was Sicherheit, was Service angeht. Und insofern finde ich das auch nicht zwingend die beste Entscheidung. Ganz genau. Aber eine gute Entscheidung der Austrian Airlines müssen wir direkt mitnehmen. Und zwar ab 8. Juli, das ist übernächste Woche, wird die First Class Lounge, die Horn Lounge, wieder in Wien aufgemacht. Das heißt also bei den F-Gates. Ihr wisst, wenn ihr nachher links zur Senator geht, wenn ihr nachher rechts zur FDL geht, aber hart rechts am Tresen in die Horn Lounge geht. Weiß ich mal, warst du da schon? Ja, natürlich. Nein, da war ich natürlich noch nicht, aber ich weiß jetzt ja genau, wo sie ist. Diese Beschreibung, die war natürlich, also präziser geht's nimmer. Ja. Also insofern, ja, ich habe gerade die Frage auch vom Alexander bekommen, wann das FCT aufmacht, habe ich ehrlicherweise auch keine Ahnung, wie es jetzt, wann der FCT wieder aufmacht. Also insofern wird es da in dem Thema spannend bleiben. Ja, spannend ist auch das Thema mit der 737 MAX. Lustigerweise hat Ryanair die ja umbenannt in die 737-8200 oder Game Changer. Kenne ich nur von Emirates als Game Changer First Class. Und die wollen ums Verrecken das Wort Max vermeiden. Aber warum ist sie wieder in die Schlagzeilen gekommen? Ganz einfach deshalb, weil beim Tanken gibt es einen sogenannten Spill. Normalerweise kriegst du wie beim Auto Überlauf und so ist das auch beim Flugzeug. Genau. Aber da ist das wohl irgendwie, ja, fällt aus wegen, ist nicht. Das heißt also, da gab es dann schon das Problem. Und das Problem mit dem Kerosin ist halt wirklich, dass es leicht entzündlich ist, wie jedes Benzin leicht entzündlich ist. Also die Gase ja eigentlich, um ganz genau zu sein. Und stellen wir uns einfach mal vor, 737, Tankwagen, Schlauch drin, pumpt Zeug raus. Vor allem der Tankwagen pumpt das ja nicht mit 3 Litern pro Sekunde oder so, wie beim Auto. Ich weiß gar nicht, was beim Auto ist. Aber da geht ja richtig was durch, Rohr. In der Tat. Und dann, wenn man überlegt, dass die Bude anfängt zu brennen, schwierig. Also das macht dann keinen Spaß. Nein, dann in der Tat nicht. Möchte man beim Tanken auch nicht im Flugzeug sitzen? Nee, das ist übrigens auch der Grund, warum man da nicht sitzen soll. Und wenn da gesessen wird, ist ja die Procedure ganz einfach, nicht angeschnallt sein und an jeder Tür Cabin Crew mit Fast Access zum Feuerlöscher. Also insofern der alte Drill. Ich habe das mal in Dubai gehabt, als wir weiter nach Abu Dhabi geflogen sind. Da wurde nochmal refueled in Dubai für den kleinen Hopser. Also insofern das dazu. Ja, möchtest du was sagen zu der 777X? X. 777, wie der Fachmann sagt. Man möchte fast meinen, man
kann schon gar nichts mehr dazu sagen, was bei Boeing alles so schief läuft. Auch die 777X, auch die wird ein Problem bekommen und wahrscheinlich nicht ihre Zulassung so schnell erhalten wie geplant. Wahrscheinlich erst 2024, weil bei der Musterzulassung wohl einige technische Daten gefehlt haben und die FAA gesagt hat, nö, dann wird das so schnell nichts. Der Einzige, der sich wohl schon gefreut hat, war Carsten Spohr. Er hat gesagt, oh Gott, dann kommt das Ding noch ein Jahr später. Das ist für uns sogar dann noch das viel bessere Flugzeug, wenn es ein Jahr später kommt, weil wir erwarten bis 2024 ohnehin nicht eine so große Erholung, dass wir diese großen Langstreckenflugzeuge brauchen für Boeing selber und die anderen Kunden könnte es allerdings sehr ärgerlich sein und für Boeing am Ende wahrscheinlich auch ärgerlich, weil viele Kunden wahrscheinlich sagen werden, ja, Leute, da müssen wir jetzt aber wohl doch nochmal was am Preis machen. Nicht? Also ja, insgesamt. Ich fliege ja auch deshalb in meinem 350 immer wieder durch. Ja, genau. Ja. So als kleines Stichwort. Oh, du siehst jetzt den Staub, Mario, von dem ich sprach. Ne? Oh ja. Junge, Junge. Oh, ich sehe dich gar nicht mehr jetzt. Naja, also auf jeden Fall neben der 737, formerly known as Max and now known at whatever, und der 777X. Game Changer. Hat Boeing nach wie vor, man muss es sagen, und wir haben es ja schon ganz oft gesagt, Du weißt schon am Fuß, dann hast du halt, du weißt schon am Fuß. Und ich glaube, einige Luftfahrtgesellschaften werden da auch nicht ganz glücklich drüber sein. Es ist wahrscheinlich jeder so großzügig und sagt, nö, gut, dann warten wir halt noch ein Jahr. Da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Also der Lauf von Boeing ist nach wie vor grenzwertig, würde ich mal sagen. Ja, vor allem, dass das ein ungesteuertes Nick-Ereignis gegeben hat, das fand ich also äußerst spannend. Ja, in der Tat. Also das ist ja etwas, was sehr unangenehm ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass bei der 737 auch ein unerwartetes Nick-Ereignis gegeben hat, aber das ist jetzt ein anderes System und so alles. Aber schwierig, was die Freunde da fabrizieren. Und ich finde das ehrlicherweise schade, weil ich finde das echt toll, wenn wir zwei Flugzeughersteller hätten wie Boeing und Airbus, die halt da Produkte bauen, auf die man sich verlassen kann. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wir können uns darauf verlassen, weil ja auch ein Kamerad aus dem chinesisch-russischen Bereich, die, wie hieß die nochmal, CR3, ich verwechsel das CR. Aber du weißt, was ich meine, egal. Also auf jeden Fall, die Chinesen, die machen da ja auch richtig Gas. Ja. Im Moment lachen sie ja alle drüber in davor gehaltener Hand, weil CityJet hat ja da auch das Riesenproblem gehabt mit denen, mit der Superjet oder was das war. Aber wir wissen das ja alle. Wie war das in den 70er Jahren, Mario? Da warst du ja live dabei. Als alle über die japanischen Autos gelacht haben. Genau. Ja. Ich war bei jeder Flugzeugabnahme in den 70er dabei und habe jedes japanische Auto hier persönlich in Empfang genommen, korrektamente. In Bremerhaven oder wo warst du denn? In Bremerhaven, genau. So warst du denn da? Genau. Hallo. Habe ich immer noch gesagt, sind das wirklich Autos? Was haben wir gelacht? Du hast ja völlig recht. Also wenn früher jemand gesagt hat, ich fahre Mitsubishi, hat man gesagt, oh Gesundheit. Es hat sich grundlegend geändert, würde ich sagen. Und mittlerweile lacht da gar niemand so drüber. Das ist das Problem. Jetzt sind wir beide zwar keine Ingenieure, aber Flugzeug bauen als solches ist natürlich jetzt auch zwingend keine Raketenwissenschaft, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Natürlich, was Effektivität, Aerodynamik, die technischen, elektronischen Verbesserungen bis en Detail angeht, da sind sicherlich Boeing und Airbus führend oder haben da mehr Know-how. Aber
Warum sollte eine Nation wie die Chinesen, die ja auch Raketen tatsächlich bauen und damit ja auch Missionen machen, eine eigene Raumstation bauen wollen, ja, warum sollen die am Ende nicht auch durchaus ein konkurrenzfähiges Flugzeug bauen? Also wüsste ich nicht, was dagegen spräche. Sehe ich genauso. Aber im Moment ist Airbus relativ weit vorne mit Boeing und deshalb wollen sie ja auch ab 2035 ein Flugzeug rein mit Wasserstoff fliegen haben. Was aber das Problem ist mit Wasserstoff, ist, glaube ich, vierfache Volumina vom selben Sprit ist das Problem. So ist es. Du bist da der Fachmann. Ja. Aber sie wollen es am A380er testen. Warum testen sie es am A380er? Hast du da eine Ahnung? Ich nehme mal an, weil sie da genug Volumen haben, das Zeug überhaupt unterzubringen, weil ich glaube nämlich nicht, dass dafür alleine die Flügel und die Standardtanks ausreichen werden. Da muss ja dann irgendwie schon noch ein bisschen mehr reingebaut werden. Ja, ganz genau, weil sie brauchen halt mehr Platz und man muss zylindrische oder kugelförmige, sind sogar noch besser, Tanks haben. Ihr wisst das ja, wenn man in der Stadt diese Gastanks hat, warum? Ganz einfach, ne? Mario hat das schon gesagt, ne? So Druck. Ich weiß nicht, wie das in Goslar ist oder da in OWL, wo du gerade bist. Auf jeden Fall in Öwe. Da haben wir Lagerfeuer. Was wir Lagerfeuer haben. Ich bitte dich. Hermann der Cherusker. Gott, was ist das? Ein bisschen weiter rechts. So. Ja, also wie gesagt, da sieht man das ja und deshalb muss man halt wirklich gucken. Und das andere ist natürlich die Challenge 235 Grad minus, muss man das runterkühlen, die Bude. Das wird in meinen Augen sehr, sehr spannend, was da auf uns zukommt. Ich weiß es nicht, ob das ein Ritt wie auf der Zigarre sein wird. Ja, wir wollen nicht hoffen, dass es dann ähnlich ausgeht wie bei der guten alten Hindenburg. Aber das wollen wir mal nicht hoffen. Es gibt ja noch neue Technologien oder andere Technologien, dass man den Wasserstoff auch in eine Art Gelform bringen kann. Das ist aber wohl noch alles Zukunftsmusik. Warten wir es mal ab. Zumindest glaube ich, dass eine Technologie, die in irgendeiner Art und Weise auf Wasserstoff basiert, egal wie man das Zeug jetzt da reinbringt, gasförmig in Gel oder wie auch immer, wahrscheinlich aber mehr Zukunft hat als irgendwelche Elektroantriebe bei Flugzeugen, zumindest bei Langstreckenflugzeugen, da bin ich mir doch relativ sicher. Ja, also Benno sagt auch hier, dass der synthetische Kraftstoff gehört die Zukunft als Kerosinersatz. Und ich denke auch, dass wir natürlich in der Zwischenphase mit Biofuel arbeiten müssen, beziehungsweise mit diesen SAFSH, wie ist die Abkürzung? Ja. Synthetic. Ja, ja. Genau. Schreibt es in die Kommentare. Das ist wieder die Aufforderung an euch. In die Kommentarspalte runter rein schon. Genau. Schreibt es unter die Kommentarspalte rein. Vergesst nicht zu liken, Daumen hoch, subscriben, Glocke, sonst musert Mario wieder rum. Glocke. Ja. Und Glocke. Deshalb. Ja, ich bin da auch gespannt, wie die Zukunft wird. Klimaneutral fliegen, das wäre super. Wir brauchen trotzdem aber die innereuropäischen Flüge, weil Europa wäre nicht das, was wir sind, wenn wir halt nicht diese Interaktion gehabt hätten. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, Ryanair oder sowas, diese Preise, das ist jetzt nicht unbedingt vonnöten. Ich weiß, dass Leute mich töten, wenn man für 9,90 € nicht mehr fliegen darf. Aber das halte ich persönlich für falsch. Das sage ich auch als Vorsitzender der Vereinigung Passagier e.V. Mario als Pressesprecher nickt. Das ist leider ja, so. Es hat ja viele Gründe. Haben wir ja schon oft drüber geredet. Es geht ja gar nicht darum, Fliegen soll natürlich günstig sein, aber es soll nicht billig sein. Denn Fliegen, und ich zitiere Herrn Korsten, ist nun mal kein Menschenrecht, sondern ein Privileg. Und mit so billigen Preisen, ich finde, das Personal muss anständig bezahlt werden, sowohl vorne im Cockpit als auch hinten in der Kabine. Genauso natürlich auch alles, was Service und Wartung angeht. Und das ist halt für ganz billiges Geld, wie wir alle wissen, nicht zwingend zu haben. Richtig, es soll preiswert sein, weil es ein Preiswert ist, aber nicht billig, weil nur Aldi ist billig. Wobei die ja auch vom Billigfleisch weggehen. Also insofern, man mag, der Trend ist. Ja. Dann haben wir noch ein anderes positives Thema. Und zwar Qatar Airways, die haben die neue Q-Seat vorgestellt, was eigentlich nichts anderes ist als die von Virgin Atlantic, ein bisschen aufgepimpt, die in die 787er kommen, weil der Rumpf schmaler ist als in der
3,50. Da ist er. Ja. Ja, aber sieht trotzdem sehr gut aus, auch die Farben. Aber schön, dass man das jetzt Suite nennt. Nicht? Das ist natürlich wieder auch ein weiterer Schritt weg irgendwie von der First Class. Ja, aber also vielleicht nicht bei Qatar. Aber ja, aber die nennen ja die, also die nennen die Business Class ja so quasi Business Class Suite, weil du dann keine First Class mehr brauchst. Und wenn wir ehrlich sind, guck dir doch mal die Lufthansa First Class oder die First Class, nicht nur bei der Lufthansa, auch von der Swiss, Entschuldigung, von der British Airways, an von vor 10 Jahren. Als bevor das, was wir jetzt haben, bekommen haben, da war das im Prinzip schlechter als die heutige Business Class. Und da müssen wir halt mal ganz ehrlich sein. Also, ist so. Und die Business Class, also nachdem ich die Premium Economy Sitze gesehen habe bei der Swiss oder aber auch bei der Emirates, der übrigens ja der alte Sitz ist, der ist ja bei der Lufthansa. Bei der Lufthansa genau auch, Ricardo. Also auf jeden Fall, das ist die alte Business Class. Ne? Also ein bisschen. Also vor 20 Jahren wäre man glücklich gewesen, sowas in der Business Class zu haben, ohne Frage. Absolut. Und das ist das hier. Wobei Benno schreibt natürlich hier, Qatar First kannst du knicken, verdient den Namen nicht. Die war ja nur im 380er drin und sie war etwas größer. Klar, kann man jetzt immer drüber philosophieren. Die einen behaupten ja auch bei Lufthansa, das Ganze mit der First Class hat nichts mit First Class zu tun, obwohl es wieder Remova Amenity Kits gibt. Bisschen jetzt mal posen. Ist übrigens deins, Mario. Ne? Falls Anfragen kommen, ja, danke, ist von ja. Mario. Das ist von meiner Frau. Das ist Ladies Version. Naja, auf jeden Fall leiden auf hohem Niveau und ich habe es ja schon gesagt und ich hatte das ja auch dem Flug nach Sao Paulo mit Jos und so weiter gesagt, wenn du wirklich diese Business-Class-Sitze hast mit 2,20 Meter langen Betten, ja, kommt jetzt natürlich noch an, wie breit die Bude ist, ne, wenn ich mit meinen Schultern komme, aber natürlich. Alter, da brauche ich keine First mehr. Da brauche ich keine First. Nein, im Prinzip nicht. Also, was nützt es dir auf dem Flug? Ich meine, wir beide trinken ja ohnehin keinen Alkohol, wenn du 4 Champagnersorten mehr zur Auswahl hast oder 5 Rotweinsorten. Ein anständiger Rotwein oder ein zweiter reicht im Prinzip. Ich will mich während des Fluges ja auch nicht hier völlig sinnlos betrinken. Und solange du bist ja Essen froh, dass du es von der Lounge zum Flieger überhaupt geschafft hast. Und du musst ja irgendwann den Rausch ausschlafen. Ja, genau so ist es nämlich. Ich bin mal froh, wenn mich einer einhakt und sagt, nee, ihr Gate ist da hinten. Warten Sie, ich bringe Sie. Ich meine, auch das Essensangebot ist in der Business Class, zumindest bei den Kollegen der Swiss und in der Regel auch bei der Lufthansa, eigentlich auch völlig ausreichend. Und wäre natürlich, insofern hat die First Class natürlich auch noch eine gewisse Existenzberechtigung, wer natürlich auch einen ganz großen Wert auf Privatsphäre legt, wer natürlich nicht mit, weiß ich nicht, 25, 30, 40, 50, je nachdem wie groß eine Business Class ist, zusammensitzen möchte, sondern halt mit 8 Leuten oder dann vielleicht später mit 4 und da ein bisschen großen Wert auf Ruhe und Intimsphäre legt und vielleicht noch auf einen etwas besseren Service. Ja gut, dafür ist es dann völlig in Ordnung. Aber ich sage mal, normalerweise braucht man das nicht. Ich meine, wir können uns ja immer vor Autogrammwünschen nicht retten. Deswegen retten wir uns auch immer gerne in die First. Nein, aber es ist letztlich, wie du sagst, für einen Langstreckenflug kommt es darauf an, habe ich ein langes Bett, auch für solche übergroßen, überlangen Menschen wie dich, 2,20, breit genug und schon ist doch dann der Drops gelutscht. Man kann gut schlafen, man hat ein anständiges Unterhaltungsprogramm und vielleicht Monitore, die auch in der Business Class über 15 Zoll groß sind. Ja gut, aber wenn du 2,20 Meter lang ist, dann brauchst du ja einen großen Monitor, weil sonst siehst du es ja nicht auf dem Mäuse. Natürlich, ja, logisch. Das dazu. Ja, und wie immer gibt es auch ein Abschlussthema. Das Abschlussthema finde ich eigentlich ganz wichtig und ganz spannend. Im Besonderen, warum Mario weiß noch nicht, was kommt. Wir lassen ihn voller Überraschung jetzt mich auflaufen. Ich habe mich auch nicht vorbereitet. Ich habe nur die Überschrift gesehen. Nein, hab's natürlich. Mario hat's drauf, ich hab's drauf. Portugal ist ja quasi Virusvariantengebiet zum Beispiel. Ab heute Nacht ist es ja Dead Zone. Heißt also ergo, dass wir da
Ja, dass wir da dann Probleme haben werden. Und jetzt will man strengere Kontrollen machen, weil rein theoretisch, wenn jemand von Portugal nach Wien fliegt und von Wien dann wieder nach Deutschland fliegt, das würde nicht auffallen, als Beispiel. Und da will man halt wirklich strengere Kontrollen machen und möchte da also auch eine Art Doppelteststrategie machen, natürlich im Einklang mit unserem Panik-Karl Lauterbach. Und ja, er hat, ich weiß gar nicht, aber lass uns nicht auf Karl eingehen. Karl kommt ja auch aus Aachen, insofern ist er ja aus meiner Heimat. So hat jede Stadt ihre Laster. Also auf jeden Fall wird halt Einreisebeschränkungen gefordert, wird auch Quarantäne gefordert. Wir müssen uns da auch nichts vormachen, glaube ich, Mario. Übrigens, nein, ich habe mich nicht impfen lassen bis jetzt, weil es mit dem Termin noch nicht geklappt hat. Bin aber noch dran. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Und zwar, lange Rede, keinen Sinn. Auf jeden Fall das Thema ganz wichtig. Wir müssen uns halt darauf vorbereiten, die vierte Welle, die kommt. Da kannst du machen, was du willst. Ja. Wie siehst du das, Mario? Ja, ich denke, das wird genauso sein. Ich meine, ich habe heute aktuelle Berichte aus Portugal gehört. Im Moment rettet sich der Kann. Jeder versucht noch ganz schnell zurückzukommen, damit er nicht mehr in diese Quarantäne muss. Die Fluggesellschaften verdienen wohl ordentlich auch gerade dran, weil die Preise sind exorbitant gestiegen. Aber wahrscheinlich, solange tatsächlich nicht flächendeckend auch in Deutschland durchgeimpft ist und die sogenannte Herdenimmunität erreicht wird, wird diese Delta-Variante eventuell im Herbst ein großes Problem sein. Und mit Sicherheit werden viele Länder dann tatsächlich nur noch Menschen reinlassen, die durchgeimpft sind oder halt komplett getestet sind und nicht irgendwie stichprobenartig mal der ein oder andere Test überprüft wird, sondern dann kommst du wahrscheinlich, muss jeder Passagier bei der Einreise in Deutschland oder wo auch immer seinen Test vorlegen. Ansonsten hast du keine Chance. Und mein Lieblingsthema, die Amerikaner haben ja immer noch nicht auf und ich fürchte, das wird auch noch ein bisschen dauern. Die Israelis machen wohl gleich wieder alles dicht, wegen oder aufgrund der Delta-Variante. Also insofern wird uns das Thema noch weiter beschäftigen und Impfen ist halt insofern wichtig und richtig. Ja, also ich verstehe halt nicht, dass in Deutschland nicht einfach härter kontrolliert wird. Auch in Estland wird nicht härter kontrolliert, aber in Finnland zum Beispiel, wo ich morgen wieder bin, morgen bin ich wieder in Helsinki, ist es so, dass es wirklich jeder wird kontrolliert. Du kommst an, zuerst komme ich vom Gesundheitsamt, du musst deinen Zettel abgeben, da wird der Zettel kontrolliert. Wenn die was nicht lesen können, das ist ja der klassische Trick, ne? Schreibe ich erstmal so, dass du nicht lesen kannst, und die sagen, aha, was soll denn das heißen? Gucken, dann schreiben die das nochmal selber ordentlich auf, also mit Namen schlecht schreiben oder so, das ist dann halt nicht. Legastheniker ist auch nicht möglich. Und dann gehst du zum... Hast du recht. Ja. Und dann gehst du natürlich zum Immigration Officer, beziehungsweise zum, bei uns wäre es ja die Bundespolizei, die die Grenzkontrollen macht. Und dann musst du wirklich einen Ausweis zeigen. Es ist laut Schengen eigentlich illegal. Da muss man sich nichts vormachen, weil es die Reisefreiheit. Aber seit letzter Woche kannst du halt zeigen, dass du geimpft bist. Also die zweite Impfung länger als 14 Tage, aber nicht mehr als 6 Monate. 12 Monate ist ja in Diskussion, glaube ich, in der Schweiz und in anderen Ländern. Und wenn du das nicht hast, musst du einen PCR-Test vorweisen, den ich heute habe auch wieder machen lassen. Es ist echt schlimm, wenn die Leute dich beim PCR-Test mit Namen schon begrüßen, bevor die überhaupt einen Ausweis haben. Oh, you again, ne? Wir kennen ihre Nase. Ja, genau. Und dann wird gefragt, warum man kommt. Also touristisch geht das gar nicht, wenn man nicht geimpft ist. Und Benno sagt ganz genau richtig, 100% Stichprobe, das ist so. Oder wie der Australier das macht, jeder Zweite wird randomly selected. Ja. Das fand ich auch geil. We are selecting randomly. You, yep. you. Ine, yep. Mene, mu. Also jeder 1, 2. Yes, no, yes, no, yes, no. So. Ist auch random. Ja, also insofern, schreibt auch gerne unten nochmal in die Kommentarspalte rein, was ihr dazu denkt und was ihr davon haltet. Ob ihr da der Meinung seid, dass kontrolliert werden muss. Ich glaube aber trotzdem, dass die Reisefreiheit wiederhergestellt werden muss, aber mit PCR-Test und mit dem Sorgfalt und mit du weißt, was ich meine, sollte es wirklich ein gesunder Menschverstand, das war das, was bei vielen abhandengekommen ist und bei mir auch gerade. Ja, gut. Ja.
Ja, wir haben wirklich viel nachgeholt. Wir haben auch Ja. einige Themen ausgelassen. Aber Kommt noch. kommt noch. Wir wollen Beim uns. nächsten Mal, wenn Sie dann wichtig sind, kommen Sie beim nächsten Mal. Wenn Sie nicht so wichtig sind, dann kommen natürlich beim nächsten Mal die aktuellen Themen. Genau. Und vielleicht auch mal mit Erfahrungen aus der Premium Economy Class. Danke, dass ihr da heute dabei wart beim Frequent Traveler TV, heute mit dem Live-Update. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an, wenn ihr das Ganze geliked habt, wenn ihr das Ganze subscribed habt, wenn ihr kommentiert habt und Mario, sag es ruhig. Das Glöckchen. Warte, ist das das gleich? Nee, das ist gleich. Ich weiß jetzt nicht, welche Taste ich drücken muss für Glocke. Ach, egal. Ich besorge mir mal eins, dann können wir hier mal klingelingeling machen. Ja, Ostern oder Weihnachten, wenn auf dem Linz die Genau. Dinger sind. Ja, ansonsten schickt uns wie immer Nachrichten, wenn ihr Sorgen, Ängste oder Nöte habt. Und wir bereiten jetzt für euch die Meilen-Highlights für den Juli vor. Die haben wir schon bekommen. Jawohl. Sie werden am 1. Juli pünktlich für euch auf YouTube live geschaltet. Das ist so ein kleiner Spoiler, damit ihr wisst, welche Aktionen für euch spannend und interessant sind. Und dann sollen wir noch mal, was für Fragen habt ihr? Ja, komm ruhig näher ran an den Monitor. Ja, 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 ja. Welche Fragen habt ihr zum Beispiel in Bezug auf Miles & More? Wir haben da einen interessanten, ja, wie soll ich das sagen? Themenkatalog, den wir Kontakt. abarbeiten wollen, Kontakt, den wir abarbeiten wollen. Und da können wir vielleicht auch ein paar Fragen für euch Ja. platzieren. Vielleicht schaffen wir es auch, ihn zu einer Live-Sendung zu bekommen. Namen dürfen wir Das gar wäre nicht toll. nennen, ne? Nein. Nein, 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 Nein. Aber wir bauen jetzt einfach aber sozialen Druck auf, ne? Wir machen das jetzt jede genau, Sendung. ja, so ein Wird bisschen er schon. kommen? Dann wird er kommen. Das hat was von Markus Lanz und der AfD-Schnarze. Wie hieß sie nochmal? Ja, Herr Weidel, oder? Ja, Alice. Alice. Alice im Osten. Horwitsche. Und wenn man das oft genug sagt, werden vielleicht unsere Wünsche wahr. Und natürlich immer wieder, vielleicht haben wir auch bald Jost wieder mal auf Sendung. Wir haben ihn ja sonst immer auf Clubhouse gehabt. Also wie Schauen wir gesagt, mal. genug Spoiler, genug passiert. Ihr seht, wir waren nicht untätig. Mario ist ja auch gestern im Goslar Radeln gewesen Jawohl. und hat dann die Reichsstadt, 1000 Jahre Reichsstadt, Freie Reichsstadt, wie Tausend heißt? Jahre. Naja, freie Reichsstadt, ehemalige freie Reichsstadt. Kann ich mir dafür was kaufen oder bringt das was? Och, die Goslarer Bürger im Mittelalter schon. Die mussten nämlich nichts an Steuern an die Lokalfürsten zahlen, sondern waren direkt dem Kaiser unterstellt. Das hatte durchaus große Vorteile. In Aachen kannten wir sowas gar nicht mit Fürsten und so. Wir hatten ja immer unseren Kaiser Karl und die anderen Ja, Konsorten. eben, eben, eben. Wir auch, wir auch, wir auch. Aber jetzt übertreib's mal nicht. Wir hatten auch Römer und wir hatten auch Franzosen. Also insofern, wir hatten Ja, ich alles war. und Ihr Rücken. hattet die Kultur. Ihr hattet die Kultur. Also in dem Sinne, liken, Macht's subscriben, gut. kommentieren. Bis dann. Ciao. Winke, Tschüss. winke.